Bayek, ich brauche Hilfe bei den Anfragen auf meinem Tisch, wenn du Zeit hast. Die Quelle in der Amanai-Höhle. Ich kenne sie. Ich sehe mal nach. Theremun. Er würde nicht aufgeben. Bayek, unser Magi, du bist zurück. Was ist mit deiner Schmiede geschehen? Diese verdammten Soldaten. Ptolemäus Hauptmann sah, wie ich ein Schwert hergestellt habe und warf mir vor, ein Rebell zu sein. Er lag nicht falsch. Sie haben meine Werkzeuge beschlagnahmt. Ach, Bastarde. Ganz Siva braucht einen Schmied. Sogar ich. Ich kann dir nicht helfen, Bayek. Nicht bevor ich Hammer und Zange zurück habe. Und ich muss mir diesen hässlichen Esel von Hauptmann vom Hals schaffen. Ist dieser Hauptmann irgendwo, wo ich ihn finden kann? Am Fuße der Berge westlich von hier. Im Tschitsche-Lager. Ich hole diese Werkzeuge zurück und kümmere mich um den Hauptmann. Benipir sagte, die Werkzeuge sind im Tschitsche-Lager. Und der Hauptmann, der dahinter steckt, ist auch im Tschitsche-Lager. Ptolemäus, er hat uns allen großes Leid gebracht. Großer Amun! Die Statue wurde zerstört, aber nicht der Mann, dem sie gewidmet war. Sei vorsichtig, Bayek! Siva hat sich verändert! Mein alter Magi-Posten. Ich werde mit Senu darauf gehen.
Das wird reichen. Dank Nate, Göttin der Jagd. Danke, Maru. Bei den Göttern Amun und Isis. Bayek ist zurück in Siva. Das wird perfekt passen. Thank you.
Amun, dem Priester des Pharao, nicht gehorchen. Ist das Bayek? Fenuku, es ist gefährlich. Geh nach Hause. Bayek, du bist zurück. Wo ist Chensira? Er wollte sich die Schädel in der Hyänenhöhle ansehen. Aber die Hyänen kamen zurück. Ich bin hier entlang gerannt. Und Chensira zur Gruft. Ein Glück, dass sie dich nicht verfolgt haben. Geh ins Dorf zurück. Ich finde deinen Bruder. Was? Muss ich es meinen Eltern sagen? Chensira hat dir das eingebrockt. Also muss er mit ihnen reden. Geh jetzt. Chensira, bleib da! Ich komme dich holen! Wie ist er hier durchgekommen? Thank you.
Chenzira, geht es dir gut? Nicht zu glauben, dass du zurück bist. Du solltest hier nicht sein. Ich versteck mich vor den Hyänen. Fenuku hat mir davon erzählt. Reicht es nicht, dich in Gefahr zu bringen? Musst du auch deinen kleinen Bruder mit hineinziehen? Aber es ist, seit Remo fort ist. Also schön. Ich verstehe. Ich hol dich hier raus. Bald, sieh nur. Was ist das? Das würde ich selbst gern wissen. Es muss ja alt sein. Eines Tages werde ich lesen können, was da steht. Wie bist du reingekommen? Da lang. Aber da sind die Hyänen. Bayek? Ich will dir was sagen. Naja. Was ist denn, Chenzira? Das mit Remo ist meine Schuld. Sie haben gefragt, wo du bist, und ich dachte nicht, dass es jemandem schadet, wenn ich es ihnen sage. Chenzira, keine Sorge. Du konntest nicht wissen, was sie tun würden. Jeder andere hätte genau das Gleiche getan. Naja. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Hyäne! Chenzira, versteck! Sie sind noch hier! Hilf mir! Es ist sicher. Geh besser nach Hause. Bayek, darf ich dich was fragen? Nur zu. Könnte ich auch ein Magi wie du werden? Naja, du kannst damit anfangen, auf deinen Bruder aufzupassen, statt ihn in Gefahr zu bringen. Versprochen! Jetzt ab nach Hause.
Du hast es. Kriege ich es zurück?